So, das hier ist eigentlich ein Credits-Video. In Wirklichkeit laber ich jetzt aber über RKS. Nämlich, ich habe dann vor, als Spiritia mit ungewöhnlichen Waffen gegen die Bosse zu kämpfen. Zum Beispiel kann ich dann ausprobieren, den Klagerharnisch gegen die Iris einzusetzen. Also in der Iris Stage 3, da werde ich wahrscheinlich die Schwachstellen ausnutzen. Weil die Iris Stage 3 einfach ziemlich heikel ist. Aber in allen anderen Stages werde ich alternative Strategien versuchen. Also wahrscheinlich wird dann die Crossball ziemlich schwer. Aber da versuche ich dann wahrscheinlich auch eine Kombination aus geplanter Zukunft und was weiß ich, Lustatmen oder so. Und ansonsten würde ich halt sehen, wie effektiv oder nicht die einzelnen Waffen gegen die Bosse sind. Übrigens ist es so, dass der Arpos gesagt hat, ich hätte gegen den Sichtemeister in der Trial-Version keine Chance, weil ich ihre Schwachstelle, also das Rollschwert, nicht habe. In Wirklichkeit ist das aber gar nicht so, wie ich mittlerweile herausgefunden habe. Nämlich, ob man es jetzt glaubt oder nicht, aber der Sichtemeister ist schwach gegen den Lustatem. Das muss man sich jetzt mal auf der Zunge zergehen lassen. Und wenn man dann nämlich den Sichtemeister besiegt und die geplante Zukunft kriegt, dann stellt sich auch raus, dass die geplante Zukunft gegen die liebende Strich Bea gut, also gegen die liebe Bea gut ist. Allerdings ist die geplante Zukunft da leider so, dass sie nur so viel Energie hat, dass sie die Hälfte von der lieben Bea ihre Striche abziehen kann. Und dann muss man irgendwelche anderen Waffen benutzen, um sie zu besiegen. Zum Beispiel den Lustatem. Und das bedeutet nämlich theoretisch auch, dass wenn ganz andere Stages in der Trial-Version verfügbar gewesen wären, dass die Bosse dann nochmal andere Schwachstellen hätten. Nämlich in der Vollversion ist es natürlich so, dass der Sichtemeister gegen den Lustatem sogar immun ist. Aber in der Trial-Version ist der Sichtemeister gegen den Lustatem schwach. So schwer es jetzt auch fällt, sich das vorzustellen. Soviel ich weiß, ist es auch so, dass jetzt leider nichts mehr passiert. Und egal was man drückt, man kommt nicht zum Hauptmenü zurück. Das heißt, das Einzige, was man jetzt machen kann, ist Reset drücken. Oder das Let's Play abschließen. Also, vielen Dank fürs Zugucken bei diesem Einschlafen-Let's Play. Also, ich werde jetzt definitiv schlafen gehen. Es ist jetzt nämlich schon wieder 10. Und ich muss morgen um 4:30 raus. Was ich glaube ich gesagt habe, aber wenn nicht, dann mache ich es hier mit. Ja, hab überall Gold. Genau, man könnte jetzt mal noch die Erfolge angucken. Das heißt, wie? Muss ich glaube ich L oder R drücken? Ja, natürlich, das war das Falsche. Und nämlich, ich meine, da hätte es sogar einen Bug gegeben. Ach man, warum ist denn Options nicht Steuerung? Warum heißt das denn hier Controller-Plugin? Wer rechnet denn damit? Ja klar, Z ist Y, natürlich. Hä, WTF? Was zum Teufel gibt's denn dafür Data zu sehen jetzt? Ey! Ja, das ist sogar eine Streckendistanz, toll. Aber da steht nicht, welche Pokale man hat, super. So viel ich weiß, ist es so, wenn man jetzt das beides gleichzeitig drückt. Hä? Oder nicht? Sonst soll es nämlich, glaube ich, so sein, dass man alles erasen kann, oder? Nö, keine Ahnung. Dann kommt irgendwie eine Mario Raceway-Zeit, die ja ganz viel ändert. Okay. Jetzt aber wirklich. Ich schlafe jetzt. Gute Nacht.